Bitte schön. Ich würde gerne wissen, was bei Ängsten mit meinem Geld passiert. Also bei uns als Genossenschaftsbank ist es so, dass wir ganz eng mit dem Gebiet verbunden sind. Aber am besten du kommst kurz mit, das zeige ich dir gerne genauer. Ja, gern. Dankeschön. Hallo Alexa, willkommen bei Alps Coffee. Wow. Jetzt sage ich dir, was bei uns in der Kaffeerösterei passiert. Gern. Wir haben 25 verschiedene Rohkaffees, viele aus biologischem Anbau und fairem Handel. Super. Weil Nachhaltigkeit liegt uns am Herzen. Genau wie bei den Raiffeisenkassen. Das ist jetzt auch Nachhaltigkeit. Stimmt. Kim, jetzt sage ich dir, was da bei uns in der Rösterei passiert. Gern. Wir rösten jede Sorte einzeln im Langzeitröstverfahren bei Temperatur zwischen 200 und 230 Grad. Riech einmal. Ja, da sind wir jetzt im Hauptlager. Über 150 verschiedene Sorten, die wir produzieren, werden hier zwischengelagert. Kim, jetzt nehme ich die Medaille. Zwei Drittel unseres Kaffee exportieren wir ins Ausland. Und den ganzen internationalen Export können Sie sich alles mit der Raiffeisenkasse hier vor Ort abwickeln? Ja, auch wenn es komplexer wird, haben wir einmal auf unserer Raiffeisenkasse hier lokal zählen gekannt. Ah, seit 1890 gibt es das schon. Und seit über 40 Jahren in Zusammenarbeit mit den Raiffeisenkassen. Ja, weil der ist ja direkt da vor der Haustür, oder? Und nicht leisell, ständig für uns erreichbar und man kennt einfach die Menschen, die dahinter stehen. Danke, Stefan. Das war wirklich ein interessanter Einblick.